willkommen zu unserem neuen KRONE TV Talk, der praktischerweise und eitlerweise meinen Namen trägt. Wir werden uns heute über das Superwahljahr unterhalten mit einer sehr guten Runde, weil alles alte Bekannte, die einander kennen und schon mindestens ein oder zweimal miteinander gestritten haben, was wir heute gar nicht tun müssen, sondern einfach nur reden und sprechen. Maria Rauch-Kallert, ehemalige Gesundheitsministerin und, wie sagt man da, fast schon eine Talk-Legende in den letzten Monaten und Jahren. Ihr gegenüber Joe Kallinger, ein Meinungsforscher, PR und Stratege, dass er mal bei der SPÖ war, wollen wir nicht verschweigen, soll aber heute nicht der Hauptgrund sein. Und ein gewisses Kapitel mit der KRONE verbindet ihn auch noch heute, würde ich meinen. Und an meiner Seite Ida Metzger, quasi Hausherrin und Innenpolitikchefin der KRONE. Ja, ich fange mal jetzt ungewöhnlicherweise mit dem Mann an. Ist das eigentlich noch einholbar? Die FPÖ ist in allen Umfragen auf Platz 1. Strategen aller Parteien sagen, das ist fast schon gelaufen, es geht nur noch um Platz 2 oder 3. Ist das nicht zu früh, vor, weiß nicht, mehrere Monate vor einem Wahltermin? Also im Prinzip kann in der Politik immer sehr viel passieren. Haben wir schon alles erlebt. Ja. Aber wenn nicht wirklich etwas Großes, Einschneidendes in Österreich passiert, halten wir, der Peter Eick und ich, es für kaum möglich, dass die Freiheitlichen nicht als Nummer 1 aus dieser Nationalratswahl heraus hervorgehen. Wer Nummer 2, wer Nummer 3 wird, kann man nicht vorhersagen. ÖVP und SPÖ sind in etwa oszillieren zwischen 20% und 25%. Ja. Aber die Nummer 1 scheint unter den jetzigen Voraussetzungen eigentlich gesetzt mit der FPÖ. Wenn Sie sagen, es kann immer was passieren, dann reden wir von einem Ereignis à la Ibiza oder... Ja, natürlich. Ich meine, das haben wir ja alles erlebt. Da gehören dann auch wieder Sachen dazu, dass das dann sozusagen diese Auswirkungen hat, dass ein Kanzler stürzt. Das ist ja auch nicht alltäglich. Aber es müsste schon ein größeres Ereignis passieren, damit sich das noch ändert. Das, was wir vor allem sehen, ist, dass so zu unserer Überraschung auch die freiheitlichen Wähler, die jetzt sich zur Freiheitlichen Partei bekennen, sehr fix entschlossen sind, auch die Freiheitliche Partei schon zu wählen. Das war nicht immer so. Gerade die Wähler waren immer so: Ich wähle die FPÖ, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es hat auch immer so etwas wie Unterdeklarationen gegeben. Das ist eigentlich vorbei, sondern man deklariert sie auch jetzt problemlos zur Freiheitlichen Partei. Und man ist sehr entschlossen, dieses Mal die FPÖ zu wählen, die das wollen. Man darf aber nicht auch vergessen, dass die Freiheitlichen sehr polarisieren, auch ihr Spitzenmann Kickl. Sie haben auch die größten Gegner. Er hat die meiste Zustimmung, aber er hat auch die meiste Ablehnung im Land. Mhm. Jetzt reden wir schon sehr lange über Rezepte gegen die Freiheitliche Partei, gegen den Rechtspopulismus. Und ist nicht das vielleicht der entscheidende Fehler, dass man besser eigene Konzepte hinlegen sollte, als quasi immer nur über die FPÖ zu reden? Das hat auch zuletzt ein Landeshauptmann aus der Steiermark gesagt, der Herr Drechsler, weniger Beschäftigung mit der FPÖ und weniger Beschäftigung mit sich selbst. Und sehen Sie es auch so klar, dass es da kein Platz 1 Rennen mehr gibt? Also ich sehe es sehr ähnlich. Ich glaube, dass es ganz schwer einholbar ist, wenn nicht etwas Dramatisches, innen- oder außenpolitisches, genau, passiert. Beides könnte möglich sein. Auch außenpolitische Ereignisse könnten möglicherweise hier noch etwas drehen. Ansonsten, wenn es wirklich gelänge einzuholen, das wäre schon sehr harte Arbeit. Und ob das noch möglich ist, traue ich mich sehr schwer zu sagen. Also ich würde eher sagen, nein. Ich würde auch viel weniger über die FPÖ sprechen. Ich glaube, dass das ganze Verteufeln in der Zwischenzeit nur dazu geführt hat, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass sie interessanter werden. Ich würde aber genau beobachten, was sie tun und aufzeigen, was ist. Ich glaube, darauf sollte man nicht verzichten. Und ich würde mir, also wenn ich referieren darf auf das Sonntagsinterview in der KRONE mit Franz Voves und Hermann Schützenhöfer, also zwei Altlandeshauptleuten aus zwei unterschiedlichen Parteien, die beide unisono gefordert haben, etwas weniger Bösartigkeit gegeneinander und mehr gemeinsame Ziele und mehr Respekt voreinander. Also das, ich darf jetzt die Politik seit rund 40 Jahren sehr hautnah sozusagen beobachten. Und es war nie ein Mädchenpensionat, auch in den 80er Jahren, als ich ins Parlament kam, nicht. Aber es war nie so hasserfüllt, wie es derzeit ist. Also da haben die sozialen Medien absolut einen Anteil daran,
dass der Umgang miteinander nicht nur schneller geworden ist und sehr viel schwerer nachzuvollziehen. Also die Unterscheidung zwischen Fake News und Wahren, Nachricht, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist nur gesetzt, um andere zu beeinflussen. Ich glaube, da haben wir eine Mammutaufgabe zu erfüllen. Einerseits, was die Bildung von jedem Einzelnen, jedem Bürger, jedem Wählerin, jeden Wählers, vor allem auch bei der Jugend, eine Aufgabe zu erfüllen, demokratiepolitisch. Also ich sehe ein wenig, nicht nur ein wenig, sondern sehr stark die Demokratie in Gefahr. Und da ist es unser aller Aufgabe, dem entgegenzuwirken. Und das geht nicht mit Hass gegeneinander, sondern nur mit Respekt voreinander. Hm. Ida Metzger, nun hat auch die Landeshauptfrau von Niederösterreich, die diese Woche ihren 60. Geburtstag nicht gerade am kleinen Rahmen gefeiert hat, genau das auch angeführt, nämlich mehr Respekt und mehr andere Umgangsformen in der Politik. Ist das erstens realistisch, zweitens ist das tatsächlich das Hauptproblem unserer Zeit? Also ich beobachte das auch, dass auch im Parlament und vor allem in den U-Ausschüssen war die Atmosphäre, die kriegt man ja sozusagen nur über die Printmedien und über die Zusammenfassungen in den TV-Stationen als Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt als normaler Bürger mit, aber dieser Ton war dort unfassbar hasserfüllt. Ich habe manches Mal im Spaß gesagt, ich warte jetzt nur noch, bis irgendeiner ein Messer aus der Tasche zieht, weil es war so aufgeheizt. Und ich glaube, gerade in diesen Gremien oder Urschüssen sollte man sich doch langsam auf das eigentlich wieder zurückbesinnen, was ein Urschuss sein sollte, nämlich Aufklärung und nicht gegenseitige also Beschimpfungen eben diese schlichte Schlammschlachten, genau. Und ich glaube, das trägt auch schon. Also mir erzählen immer Altpolitiker, dass sie gesagt haben, okay, wir haben unsere Fights vor der Kamera gemacht, aber wir konnten dann nachher immer noch zum Italiener oder so gehen. Das, glaube ich, ist derzeit bei vielen nicht mehr möglich. Und es ist, glaube ich, gar keine Gesprächsbasis zwischen manchen Politikern mehr, auch quasi abseits der TV-Kameras da. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und da sollten sich doch alle wieder an den Riemen reißen. Ich glaube, es wird gerade daran gearbeitet, dass die Gräben vor allem zwischen der ÖVP und der SPÖ zugeschüttet werden und da eine neue Basis entsteht und man wieder miteinander reden kann, weil das war ja durch die Pandemie und so weiter eine Zeit lang auch gar nicht möglich. Ja. Herr Kahn, ist das zurück zum Ponyhof oder was ist das? Oder ist das die Renaissance der Großen Koalition plus kleinem Juniorpartner noch dazu? Weil das hört man jetzt immer öfter. Man hört es vom Wiener Bürgermeister, man hört es von der Landeshauptfrau in Österreich. Also dieses wieder langsam in richtig große Koalition zu gehen. Also ich habe da mehrere Erklärungsversuche. Das eine ist, wie man auf gut Wienerisch sagt, ein bisschen infiziert am eigenen Schmäh. Also man hat die FPÖ und den Kickl so lange wahnsinnig dämonisiert, bis man jetzt selber furchtbare Angst hat angesichts sozusagen der schwachen eigenen Leistungen. Um Gottes Willen, jetzt wird der Erste. Wobei da muss ja jede Partei fragen, er braucht ja trotzdem auch einen Partner. Das könnte man ja schnell beenden, auch dieses Spiel. Dass man sagt, ich will den nicht, aber... Ja, das sagen eh alle, aber das glaubt ja kein Mensch auch. Also das Kickl, nein, aber warum eigentlich nicht? Naja, ich meine, wenn man ein bisschen, auch Karl hat gesagt, ich bin auch schon lange in der Politik, man wird der FPÖ noch dazu nach einem Wahlerfolg nicht den Spitzenkandidaten ausreden können als Spitzenmann. Das ist ja lächerlich. Also ich mache mit der FPÖ ja, aber nicht mit Kickl. Ehrlich gesagt, das glaubt ja auch kein Mensch. Also daher funktioniert das nicht. Und das Zweite ist natürlich, glaube ich, schon auch, also ein bisschen um sachlicher zu werden, schon auch der Wunsch vieler in dem Land, dass es wieder eine vernünftige Politik der Mitte mehr gibt. Weil das, was mich ja an den Freiheitlichen stört, ist, dass sie, wenn man das anschaut, und ich dämonisiere die nicht ja, als Faschisten, sondern ich sehe, dass die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das hat man bei der ganzen Gesundheitsdebatte, jetzt Impfen, wenn man den Leuten abrät vom Impfen, gefährdet man das Leben dieser Menschen. Das muss man nüchtern sagen. Und die haben erkannt, irgendwie, da gibt es eine Zielgruppe, patsch, sind sie aufgesprungen, unverantwortlich. Wenn man dem Viktor Orban das Wort redet, als öffentlich, ja, man braucht ja nur schauen, was in Ungarn los ist, nämlich einerseits wirtschaftlich ein Desaster und andererseits politisch, real die Abschaffung der Demokratie. Und das nennt der dann als Vorbild. Also, und dort, finde ich, könnte man die ja viel
besser auch erwischen, als wie das ständige fürchterliche Dämonisieren. Aber ich glaube, es ist der Wunsch, dass ich wieder eine vernünftige Mitte finde. Ich habe jetzt über nur dieses interessante Buch Triggerpunkte, kann ich jedem empfehlen, das zu lesen, aus Deutschland gelesen, die in Wahrheit sind die Positionen der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht so weit auseinander in den entscheidenden Punkten. Aber es gibt eben so Triggerpunkte, wenn man die anspricht, also Ausländerdebatte, Gendern, ja, dann geht es heiß her, auch an den Wirtshaustischen, aber auch in der Politik. So, das wäre vielleicht ein Rat, sprechen wir nicht immer diese Triggerpunkte an, Stichwort Gendern und so, ja, sondern reden wir über das, was das Land wieder weiterbringt. Ja. Also, und da spüre ich eine gewisse Sehnsucht, auch vor allem nach den Sozialpartnern, ja, die ja das Land auch mit groß gemacht haben. Werden wir schauen, ob es funktioniert. Von einer großen Koalition würde ich nicht mehr reden, weil die beiden Parteien sind momentan miteinander nicht in der Lage, 50% zu gewinnen, müssen einen kleineren Partner noch dazu nehmen. Stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor, wenn man sich anschaut, wie so, nämlich in Österreich. Ja, in Skandinavien gibt es ein bisschen entspanntere Politiktradition, wo man das kann. Aber in Österreich, meine Befürchtung ist, die wird nach einem halben Jahr gleich wieder abgewählt im Parlament. Ja. Aber jetzt muss ich kurz nachfragen, weil ja ich als Follower von Joe Cullen in den sozialen Medien eher auch den Eindruck gehabt hätte, dass Joe Cullen gerne über die Triggerpunkte redet und nicht so sehr über die großen abstrakten Themen, die vielleicht einen gewissen, sagen wir mal, Genen hervorrufen könnten. Und egal, ob das die Radfahrerdebatte ist oder vielleicht auch das... Also Joe Cullen kann das ja auch ganz gut. Gut, beim Radfahren, das ist sozusagen mein Personal Joke, da habe ich ein paar sozusagen, wo wir über das sprechen, weil wir nicht glauben, dass das Fahrrad sozusagen ein alltagstaugliches Verkehrsmittel ist. Ein nettes Sportgerät, aber das, was sich da jetzt in Wien abspielt, geht ein bisschen an der, glaube ich, an den Wünschen. Aber sieht, das funktioniert. Ich glaube, über das Fahrradfahren kann man ganz aber dann reden wir trotzdem ganz kurz, warum ist diese Angstlust beim Thema Gendern und bei anderen beim Thema Vogue so stark, dass dann trotzdem alle drüber reden und es alle interessiert und alle haben eine Meinung dazu und gleichzeitig richten wir in der Politik den Appell, aber bitte, darüber reden wir jetzt nicht, sondern wir reden jetzt wirklich über die echten, ernsten Themen. Ja? Das funktioniert doch nicht. Ja, es wäre schön, wenn es funktionieren täte. Ich glaube, beim Gendern, das ist so in den letzten Monaten, eineinhalb Jahren, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Mit den Sternchen, dem Doppelpunkt, man wusste eigentlich nicht mehr wie. Das, worum es geht, und das hat Nehammer ja auch gesagt, ist, dass Männer und Frauen gleichermaßen sichtbar sind. Und jetzt weiß ich schon, das ist ein wenig mühsam, dass man immer beide Formen verwendet. Man kann ja ab und zu die weibliche Form, nur die weibliche Form, nur die männliche Form verwenden, spricht nichts dagegen. Ich bin sehr dafür, immer beide zu verwenden, habe mir als Frauenministerin auch immer die Freiheit genommen, nur die weibliche Form zu verwenden und zu sagen, steht mir als Frauenministerin zu und ich ersuche die Männer, sich damit angesprochen zu fühlen. Also das hat einfach zu viel Bedeutung bekommen und mit einigen Leitfäden, die da publiziert wurden in Kärnten zum Beispiel, doch gereizt als Triggerpunkt umgekehrt. Und das meine ich auch, dass das, worauf es ankommt, nämlich die Sichtbarkeit von Frauen wichtig ist. Und wenn ich bedenke, wie die Töchter in der Bundeshymne nach 12 Jahren immer noch die Gemüter erhitzen, dann frage ich mich schon, ob da nicht eine sehr, nicht latente, sondern offene Frauenfeindlichkeit in Österreich herrscht. Das liegt der Ball. Definitiv. Also ist ja auch eine medienkritische Frage. Aber beschäftigen wir uns immer mit den falschen Themen oder eh mit den richtigen Themen? Naja, natürlich, wir versuchen uns mit den Themen zu beschäftigen, die wiederum die Leute beschäftigt. Und da kriegt man natürlich auch das Feedback. Ich merke es ja selber, wenn man die Artikel schreibt, wenn man quasi über seriöse Politik oder irgendein Steuermodell schreibt, kriegt man nicht so viele Leserbriefe oder E-Mails zugesendet, als wenn man quasi eben eine Kolumne zum Beispiel über Herbert Kickl schreibt oder eben über das Gendern schreibt. Also das ist natürlich auch, wir sind natürlich auch von dem abhängig, was die Leser interessiert. Ne? Aber ich finde halt zum Beispiel, was Kärnten betrifft, war ja eher das Problem, dass dann quasi eigentlich, also so Namen wurden, also kreiert wurden, dass es eigentlich keine Geschlechter mehr gibt und die Frauen dann gar nicht mehr sichtbar sind. Richtig. Das sehe ich eher das Problem an dieser Diskussion. Die Gebärenden. Ja, genau. Weil ob jetzt jemand Österreicher und Österreicherinnen sagt oder nur Österreicher oder nur Österreicherinnen sagt, also es soll jeder machen, wie er will. Also ich habe damit kein Problem, aber nur wenn die Frauen, dass dann die Konsequenz ist, dass
Frauen dann quasi unsichtbar gemacht werden in der Sprache. Damit habe ich eher ein Problem, weil nicht umsonst hat Alexander van der Bellen damals eine Bundeskanzlerin für die Expertenregierung gewählt, damit einmal, dass man sich an das Wort einmal gewöhnt, Bundeskanzlerin, weil das gab es ja damals auch noch nicht. Naja, mit der Frau Merkel war es dann schon, aber in Österreich meine ich. Ja. Da gab es dann eine Generation, die sich gefragt hat, kann auch ein Mann Bundeskanzler werden? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Werbepause und beweisen, dass wir nicht gebührenfinanziert sind, sondern unseren freien Markt bewegen. Deswegen bitte ich Sie auch, die Werbung anzuschauen. Willkommen zurück, Frau Bundesminister. Außerdem, in Österreich, das bleibt mir ewig. Ganz auslassend aus Ihrem ehemaligen Job kann ich Sie jetzt nicht. Wenn wir über den Erfolg der FPÖ reden, ist meiner Meinung nach ein großer Bestandteil die Covid-Jahre und die Corona-Politik, die Fehler, die da passiert sind, die fehlende oder die Unmöglichkeit, das zu kommunizieren, sieht man nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern. Wie viel Anteil glauben Sie denn, von diesen 30% in Prozentpunkten ist eigentlich nur Covid-Frustration? Es ist schwer in Prozenten auszudrücken, weil es war letztendlich nicht nur, es war der erst große Anteil war Covid, aber dann natürlich auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die damit verbundene Energiekrise, die damit verbundene vor allem Teuerung, die jeder immer noch spürt. Also das hat schon einen sehr großen Anteil. Aber Covid hat einen Anteil. Und ich darf in Erinnerung rufen, als es aufgetreten ist im Februar 2020, waren die ziemlich jetzt um die Zeit, vor genau 4 Jahren, der erste Fall in Innsbruck in Österreich, hatten wir schon Bilder aus Italien, die erschreckend waren. Also erschreckend, was die Krankenhäuser anbelangt, erschreckend, was die Fotos waren, auch die Berichte auf den Social-Media-Kanälen. Und niemand, und das kann mir niemand einreden, kann mir, hat zu diesem Zeitpunkt gewusst, wie gefährlich diese Krankheit tatsächlich noch werden wird. Und zwar auf eine wirklich unglaubliche Art und Weise. Also ich habe damals, und ich darf daran erinnern, dass die Regierung eigentlich in der ersten Zeit eine sehr hohe Zustimmungsrate für die Maßnahmen gehabt hat, die sie gesetzt hat. Und, die Fehler sind, glaube ich, eh viel später dann. Die großen Fehler sind später passiert. Ja, ja. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht Gesundheitsministerin zu diesem Zeitpunkt. Also das hätte ich mir wahrhaft nicht gewünscht. Und ich selbst war auch, also jeder von uns war besorgt. Wir haben uns innerfamiliär sehr daran gehalten, auch zwischen Enkelkindern, Großmutter. Aber ich glaube, mit den Fehlern, die passiert sind, war vielleicht die Geschwindigkeit mit einem Lockdown, den zweiten, dritten, vierten Lockdown zu veranstalten, war vielleicht eine zu hohe Geschwindigkeit oder zu leichte Lockerheit, derartige Maßnahmen zu verkünden. Und das andere waren natürlich schon die wirklich verunglückte Impfgeschichte. Also vorher zu sagen, es ist freiwillig, dann doch von einem Zwang, Pflicht zu sprechen, berühmte Klausur am Achensee, um sie dann doch nicht zu beschließen. Also es war irgendwie. Aber ich darf noch einmal daran erinnern, es war ja auch so, dass das Virus sich permanent verändert hat. Wir haben ja jede Menge an verschiedenen Formen gehabt. Manche waren stärker infektiös, andere weniger stark infektiös, manche waren gefährlicher für die Lunge. Das letzte war schon wenig gefährlich. Und letztendlich war es eine Meisterleistung der Wissenschaft, innerhalb so kurzer Zeit einen Impfstoff nicht nur zu finden, sondern dann auch in der notwendigen Menge zu produzieren und zur Verfügung zu stellen. Und ich erinnere auch an die Zeit der Impfung. Jeder hat versucht, sich vorzudrängen. Oder viele haben versucht, sich vorzudrängen. Und letztendlich war es immer ein Balanceakt. Und keiner hat wirklich gewusst, was ist richtig und was ist nicht richtig. Und da sind Fehler passiert, gar keine Frage. Der Impfzwang war sicher so ein Fehler, der ja Gott sei Dank nie wirklich in Kraft getreten ist, weil er wurde ja schon außer Kraft gesetzt, bevor er überhaupt in Kraft getreten ist. Er wurde nur beschlossen, vorsorglich, und war dann Gott sei Dank nicht mehr notwendig. Aber die Leute haben das Gefühl, es hat ihn gegeben und es hat ihn
er ist nie in Kraft getreten, aber in Wirklichkeit hat es natürlich die theoretische Möglichkeit gegeben, ihn kurzfristig einzuführen. Also ich glaube, also ich würde da gerne ein bisschen anders bilanzieren. Was wir immer vergessen ist, dass die, weil wir wahrscheinlich hier am Tisch alle geimpft waren, und dass die nicht geimpft waren, ja viel längere Lockdowns hatten, als geimpft waren. Richtig. Und offensichtlich haben diese Menschen das der Regierung bis jetzt nicht verziehen, dass sie so lange im Lockdown nicht zum Friseur gehen konnten etc. Und dieses Erwachen, das da quasi war, eigentlich erst bei der Niederösterreich-Wahl, weil bei der Niederösterreich-Wahl war dann plötzlich das große Erwachen, die Bauern in Niederösterreich haben dann sogar FPÖ gewählt, weil da sozusagen die Retourkutsche für diese Politik kam. Ich glaube, auf das vergessen wir immer, da ist nicht nur sehr die Impfung, sondern dass da viele Menschen wirklich viel länger im Lockdown gesessen sind. Und das Zweite ist, ich glaube, dass Herbert Kickl in dieser Corona-Zeit eine große Entwicklung gemacht hat. Er hat ja früher immer gesagt, ich bin eigentlich der Mensch, der sich im Maschinenraum wohlfühlt etc. Und in Corona hat er seine ersten wirklich öffentlichen Auftritte gehabt, wo er dann bei diesen Demonstrationen Reden gehalten hat etc. Und da glaube ich, den Zuspruch, den er da bekommen hat, da hat er das erste Mal Feuer gefangen, dass ihm das Spaß macht, in der ersten Reihe zu stehen. Und seitdem geht es ja auch stetig bergauf in den Umfragen. Und da hat er eine Entwicklung gemacht. Ich würde das so in diesen Bilanz ziehen. Giocalla, wenn ich das jetzt so sagen darf, Sie waren einst der erste Spin-Doktor des Landes quasi. Mit Ihnen wurde das erfunden damals. Sie haben damals einen Kanzlerkandidat und dann auch Bundeskanzler Viktor Klima beraten und begleitet. Die Probleme der damaligen Zeit war eine kleine Pensionsreform einmal, dann war es einmal eine Flut in Niederösterreich, glaube ich. Also die Themen, die Problemstellungen waren offensichtlich viel geringere und viel kleinere. Wenn Sie jetzt quasi Ihre Kollegen, die das also viel später für eine andere Partei gemacht haben, blicken, haben Sie da, wie ich es vorgehabt, heilfroh, dass man nicht mehr an Bord ist oder das Gegenteil? Der Corona war schon was sehr Spezielles. Ich glaube, die Probleme waren nicht viel kleiner, wenn man sich an die Reform der verstaatlichten Industrie erinnert, an die Budgetkonsolidierung. Also das ist den Leuten schon sehr nahe gegangen. Aber Corona war natürlich etwas ganz was Besonderes. Und ich möchte gar nicht mit der Corona, ich bin auch kein Wissenschaftler, aber mit den politischen Auswirkungen beschäftigen. Zuerst hat es einmal dann eine verrückte Parteigründung gegeben, die gar nicht unerfolgreich war, die MFG, ja, die jetzt Gott sei Dank wieder weg ist. Und dann hat aber die Freiheitliche Partei erkannt, dass sie da einen USB erringen kann. Kickl, genau, sieht es genauso wie Sie, hat sozusagen sich da an die Spitze gesetzt, weil er gemerkt hat, auch aus den Studien heraus, dass da doch eine gute Gruppe, 30% plus, sehr, sehr skeptisch ist, was die Maßnahmen betrifft. Erster Problempunkt. Zweiter Problempunkt war, dass natürlich die seriöse Wissenschaft nicht genau sagen konnte, wie sie das wirklich entwickelt. Ich erinnere, man hat geglaubt, wenn man sich impfen lässt, kann man die Oma auch nicht anstecken. Das war aber falsch. Das Impfen hat immer nur einen selber geschützt. Man war aber trotzdem für die Oma ansteckend. Nicht einmal vor Corona, sondern nur für einen schweren Verlauf. Genau. Nicht? Und dann hast du aber im Fernsehen die Spots gesehen, jetzt kann ich wieder die Oma besuchen. Auch hat sich dann als falsch herausgestellt. So. Und das, was die FPÖ da geschafft hat, ist jetzt im Rückblick und warum sie, glaube ich, heute noch davon profitiert ist, immer wenn so Krisen dann vorbeigehen, ja, sagen die Leute, naja, es war eh nicht so schlimm. Wir sind alle nicht gestorben. Ja. Die Freunde gestorben sind, die hat er vergessen. Und eigentlich hat er nicht so Unrecht gehabt, der Kickl, es war eh nur so ein Grip. Ja. Und dann war natürlich auch noch die Versuchung, der damalige Bundeskanzler Kurz erlegen ist, sozusagen die Krise zu nutzen, sich ganz stark zu inszenieren. Man erinnert sich an diese praktisch täglichen Pressekonferenzen, weil der ja auch gedacht hat, naja, jetzt haben wir da die Pandemie und die wird bald vorbei sein und ich werde der sein, der Österreich sozusagen aus der Pandemie führt. Das war nur eine Fehleinschätzung, sozusagen auch wieder medizinisch nicht gut beraten, weil er nicht gerechnet hat, dass das so lang dauert. Er hat Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und all das gibt aber den Menschen sozusagen so ein Bild, dass das, was die Regierenden sagen, falsch ist und das, was bei der Zielgruppe das ankommt. Und hat der FPÖ einen USB gegeben. Und das zweite Thema, wir haben es nur kurz, ist jetzt wieder Russland. Die Freiheitlichen kriegen auch da wieder einen USB, weil sie es schaffen, sozusagen zu sagen, die Sanktionen lösen aus, die Inflation in Österreich, das wird schon was absolut falsch ist. Ja? Aber auch da haben die wieder ein Alleinstellungsmerkmal. So, und das ist halt auf Dauer zu viel, wenn man das einer Partei gibt. Und deswegen liegen die jetzt bei an die 30. Ja? Deswegen würde ich jetzt gleich in eine Runde einsteigen, wo wir uns über die anderen Parteien unterhalten, weil bis jetzt haben wir vor allem über die Freiheitliche Partei gesprochen. Und bleiben wir noch gleich bei der Sozialdemokratie. Da gab es ja schon früher auch immer wieder Stimmen, die quasi bei Themen wie Russland, Sanktionen
oder auch aktuell im Gaza-Krieg sozusagen differenzierte Positionen vertreten haben, die traut man sich jetzt nicht mehr zu setzen oder zu formulieren, obwohl ich annehmen darf, dass es sie noch gibt. Wie soll ich sagen, als jemand, ich bin vor 15 Jahren aus der Politik ausgestiegen, aber der Sozialdemokratie natürlich verbunden ist, wertemäßig, tut es ein bisschen weh, zu sehen, dass es viel zu viele differenzierte Positionen gibt. Ja? Also dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass es da sozusagen eine Linie gibt, die der Parteivorsitzende und Spitzenkandidat repräsentiert, sondern dass es sehr viele unterschiedliche Stimmen in sehr vielen Fragen gibt. Also zuletzt Koalitionen, wie schätzen Sie das ein? Wer gibt da den Ton an? Wohl schon die Kaiser-Ludwig-Achse und nicht die Tosco-Ziel. Na ja, gut. Eisenstadt-Achse. Kaiser-Ludwig. Kaiser-Ludwig. Ludwig Kaiser. Wir wissen, was gemeint ist, die beiden Landeshauptleute oder mehr. Das passt aber eh, oder? Ja. Ich meine, was man merkt, ist sozusagen, dass natürlich, wenn man die Situation nüchtern analysiert, ja, ohne auf eine Seite zu schlagen, der Peter Kaiser, der Michael Ludwig, der Tosco-Ziel, die haben eine Hausmacht in der Partei. Ja? Die hat da Vorsitzende nicht, der kommt aus Dreiskirchen, der hat auch keine niederösterreichische Hausmacht und das merkt man einfach. Ja? Das heißt, er kann denen auch kaum anschaffen, Machtwort, wie man es immer verlangen würde, weil er es nicht kann, ganz real nicht. Deswegen verhält er sich in der Frage ruhig und lässt sozusagen den Peter Kaiser, den Ludwig, den Tosco-Ziel, den Thornauer mit Unterstützung von ÖVP Drexler und Matle und so weiter diskutieren und findet nicht statt. Das ist aber natürlich sozusagen für eine Wahl, wo ich dann nachher sozusagen den Spitzenkandidaten in den Vordergrund stellen muss und sage, der gibt den Kurs vor, keine sehr gelungene Inszenierung. Aber eine Koalitionsmöglichkeit, wie sie Tosco-Ziel sich zumindest offen hält mit der Freiheitlichen Partei, halten Sie für aus Sicht der Sozialdemokratie für ausgeschlossen, oder? Das halte ich für völlig ausgeschlossen, weil ich die Stimmung innerhalb der SPÖ kenne, in der Mehrheit der SPÖ. Ja. Ich, wie gesagt, als ich politisch noch aktiv war und nachdem der Wolfgang Schüssel sozusagen diesen österreichischen Cordon Sanitär gegenüber den Freiheitlichen gebrochen hat, indem er sich vom Haider wählen hat lassen, habe ich gesagt, wir müssen auch den Kurs ändern, weil sonst nehmen wir uns selber aus dem Spiel und pragmatisieren die ÖVP in der Regierung. Ist ja auch passiert de facto. Aber das ist eine andere Nummer. In der SPÖ weiß ich, dass die Mehrheit nicht dieser Meinung ist, sondern sagt, mit denen geht es auf gar keinen Fall. Und daher ist das eine Stimmung, die es gibt, aber die sicherlich nicht die Mehrheit in der SPÖ bietet. Und was man wissen muss, ist, glaube ich, würde es in die Richtung gehen, würde man eine erhebliche Abspaltungstendenz von vielen Leuten, zum Beispiel aus Wien, aber auch Jugendorganisationen, in Kauf nehmen müssen. Frau Metzger, tun wir dem Andreas Babler ein bisschen Unrecht, wenn wir ihn quasi jedweder Führungsanspruch in Frage stellen, wenn wir so tun, als sei er irgendwie eine Lehmdack und im besten Fall der rührige Bürgermeister aus Dreiskirchen. Der wurde ja sozusagen als Zukunftshoffnung über Jahre gehandelt. Also ich glaube, dass er innerhalb der Partei an der Basis noch schon eine sehr große Fangroup hat, aber offensichtlich in den Führungsetagen nicht. Also mir hat vorige Woche ein SPÖler gesagt, das ist eigentlich noch viel schlimmer, weil ich gesagt habe, desavouieren Sie seine Macht nicht mit diesem quasi, ich will eine große Koalition und der Nächste kann sich es mit der FPÖ doch vorstellen. Hat er gesagt, das ist noch schlimmer als desavouieren, eigentlich ignorieren Sie ihn. Und das ist natürlich für ihn, finde ich, schon ein Problem, gerade in einem Wahlkampf, weil man hat irgendwie das Gefühl, ja, was der da vorne macht, ist ihnen vollkommen egal. Fast hat man schon das Gefühl, sie bereiten eigentlich schon die Zeit nach ihm vor. Und ohne ihn einzubinden, ne? Weil ich auch immer frage, man weiß ja, dass der Michael Ludwig mit dem Karl Nehammer Kontakt hat und da Vier-Augen-Gespräche gibt. Und dann kriegt man das Antwort, ja, der Andreas Babler ist informiert. Aber wir kennen ja das Wort von Sebastian Kurz, informiert, aber nicht involviert. Ja. Also mit diesen Gesprächen hat er offenbar nichts zu tun. Er macht seinen Wahlkampf und am Ende wird man sehen, was dann passiert. Und auf welchem Platz er liegt, das wird dann sehr viel davon abhängen. Also ich will jetzt nicht, dass Sie die intern aus der Sozialdemokratie kommentieren, weil Sie das, glaube ich, auch nicht können und nicht wollen. Aber erlauben Sie mir trotzdem die Frage, eines kennen Sie schon, nämlich dass die SPÖ den Anschein erweckt, dass sie eigentlich die neue ÖVP ist. Weil die ÖVP hat das ja jahrzehntelang betrieben, dass sie eigentlich kaum war ein neuer Parteiobmann installiert, hat sie ihn auch schon wieder an seinem Stuhl gesägt. Und Ähnliches sieht man in der SPÖ in den letzten Jahren. Genau das denke ich mir sehr oft. Also das habe ich vor 40 Jahren in der ÖVP immer wieder erlebt und ist eigentlich erst, ja auch
in der letzten Zeit. Jahrestreffen wäre nicht. Ja, ja, schon. Und erlebe es jetzt gar nicht. Also das finde ich auch sehr positiv in der Haltung der ÖVP. Was die SPÖ anbelangt, kann ich das ja nur beurteilen aus dem, was ich aus den Medien kenne, aus den öffentlichen Auftritten des Andreas Babler. Die Internas kenne ich nicht, kann ich auch nicht beurteilen, aber das öffentliche Bild ist eigentlich verheerend, weil Andreas Babler wirklich den Eindruck vermittelt, dass er erstens einmal seine Partei überhaupt nicht im Griff hat, dass ihn dort keiner ernst nimmt. Und wie will der ein Land im Griff haben oder eine Regierung im Griff haben? Das kommentieren Sie aber doch, die SPÖ. Ja, nein, aber aus der Außensicht. Also sollte ich gar nichts über die SPÖ sagen. Nein, aus der Außensicht, das ist das, was mich etwas irritiert. Und dann frage ich mich, in den Entscheidungen, die er getroffen hat, ist er ja schon sehr stark nach links gerückt. Er hat sich ja selbst auch als Marxist bezeichnet. Auch die Generalsekretärin, was mich besonders schmerzt, ist nicht sichtbar und ist auch nicht sehr weit in der Mitte, sondern ziemlich weit links, tritt aber nicht in Erscheinung. Es verteidigt ihn niemand, wenn er angegriffen wird. Das macht mir auch, also würde mir als Parteiobmann auch sehr zu denken geben. Es reitet niemand aus, sage ich jetzt einmal, um ihn in Schutz zu nehmen oder um ihn zu unterstützen. Also ganz im Gegenteil. Und daher würde ich jetzt einmal sagen, wundert es mich nicht, dass er in den persönlichen Daten in den letzten Wochen ganz, ganz stark nach unten gerutscht ist. Was ja noch dazu kommt, und das ist ja ähnlich wie bei der Pamela Rendi-Wagner, also jetzt nur die Umfragen, weil die Wahl haben wir ja noch nicht, aber weder bei der EU-Wahl, wo doch die ÖVP sehr viel verliert, noch bei der Steiermark-Umfragen jetzt für die Steiermark-Wahl, profitiert die SPÖ vom Stimmenverlust der ÖVP. Das ist wie in Niederösterreich. Also richtig, und das ist sozusagen geschuldet der Lage in den Regierungsparteien und in der SPÖ durch diese spezielle Situation. Die Regierungsparteien haben keine gute Reputation, die Politik wird als sozusagen mangelhaft oder nicht geschlossen interpretiert. Und die SPÖ hat sich mit diesem Bundesparteitag natürlich sozusagen selber ein bisschen ins Knie geschossen. Ja? Und auch davon profitiert natürlich auch die FPÖ. Sagen, ja, weil die Leute ja sagen, die sagen, soll es halt probieren, die anderen können es auch nicht besser. Das ist ja, aber Punkt, der Pogo, ne? Schöpft natürlich auch über in den seinem... reden wir jetzt gleich, ja. Aber bevor wir jetzt über den Herrn Pogo reden und dann gemeinsam mit Maria Rauch-Kallert die ÖVP ausrichten, gibt es eine kurze Werbepause. Come back. Was machen wir jetzt vorher? Auf was haben wir mehr Lust? Die ÖVP ausrichten oder den unglaublichen kurzen Erfolg des Herrn Pogo zu besprechen? Beginnen wir doch kurz beim Herrn Pogo. Ist das eine Eintagsfliege, so wie es die Piraten waren und andere Parteien, die wir kommen und gehen gesehen haben? Oder ist das was Nachhaltiges? Und warum reagiert die SPÖ eigentlich so allergisch drauf und da am stärksten fast die Wiener Partei? Also ich persönlich halte es bei jetziger Betrachtung für eine Eintagsfliege. Man weiß ja nicht, wofür der wirklich steht. Er ist ein netter Typ. Es zeigt, dass die etablierte Politik ganz schlecht angesehen ist bei den Menschen. Da kommt einer, der monatelang gar nichts sagt und plötzlich hat er in den Umfragen 10%. Unglaublich. Ja. Ich höre jetzt, dass durchaus auch in der ÖVP man daran arbeitet, sozusagen, dass der da seine Mitglieder zusammenkriegt, weil das ist ja sozusagen, verstehe ich auch von anderen Parteien, weil das natürlich mehr links der Mitte wegnimmt. Wenn ich mir angeschaut habe, seinen programmatischen Auftritt, ehrlich gesagt, das war eine Lachnummer, der hat, glaube ich, kurz einmal im SPÖ-Parteiprogramm gelesen und da, aus dem hat er so ein paar Versatzstücke vorgelesen. Ja, aber es wirkt authentisch. Ja, aber der Punkt ist, also jetzt wieder auch ernst zu sein, es zeigt die Krise der etablierten Politik. Da kommt wieder ein neuer Mensch, der eben nichts gestohlen hat und sozusagen sich nichts zu Schulden kommen lassen hat und irgendwie frisch von der Leber wegredet und eigentlich gar nichts gesagt hat, monatelang, außer dass er Konzerte gegeben hat und ja, Bier gebraut hat. Genau, und Bier, ja, und der dritte. Und die Leute sagen, warum nicht er? Warum soll es probieren? Weil die anderen sind alle angepatzt. Und daher glaube ich, ob das was Längeres wird oder nicht, wird man erst sehen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil mir fehlt ja eine Programmatik. Es ist ein Familienbetrieb, wie man auch liest jetzt. Mhm. Also Mutter, Vater und Sohn checken das mit Verwandten. Sonst hat niemand was mitzureden.
eh auch gut. Vielleicht ist es auch nur eine Marketinggeschichte, man weiß es noch nicht genau. Ja? Aber für eine Nachhaltigkeit sehe ich eigentlich keine eigene Programmatik. Weil warum tritt er dann nicht bei der SPÖ an, wenn er das SPÖ-Parteiprogramm kopiert? Und weil ich dann gleich dann anschließe, und die KPÖ? Die KPÖ ist auch so ein Phänomen. Ich habe einmal selber mit dem Herrn Dankl da kurz diskutiert. Der ist ein richtig eloquenter und auch im Fernsehen und in den Medien sympathisch wirkender Mensch in Salzburg. Der hat gute Chancen, dass er Salzburger Bürgermeister wird. Du kannst auch dieser Partei, und das sollten auch die lernen, die jetzt auf die Freiheitlichen immer losgingen, mit dem alten Kommunismus-Schmäh, ja, Gulag, nicht zusetzen. Ja. Den Leuten brennt es in Salzburg mit der Wohnungssituation, mit der Teuerung unter den Nägeln. So, und der tritt dort an und sagt, ich habe ein Rezept und ich habe es auch gezeigt. Und, darf man nicht vergessen, auch in Graz, ich glaube, dass dieses Rezept, wir nehmen als Politiker nur, ich weiß jetzt nicht wie viel genau, 2.000, 3.000 Euro im Monat und den Rest spenden wir, auch gut ankommt. Ja, also darf man nicht unterschätzen. Die Leute sagen, schau her, da gibt's, wird ja geheißen, der Engel von Graz, der Herr Kaltenegger, der hunderten Menschen die Mietrückstände bezahlt hat. Das macht jetzt die jetzige Bürgermeisterin auch. Also bei dem Zustand, in dem die Politik ist, nämlich diskreditiert, kommt, glaube ich, auch diese Geste, mehr ist es ja nicht, gut an. Und er ist eloquent und er ist sympathisch und man fürchtet sich nicht mehr, dass der Panzerkommunismus kommt. So, jetzt kommen wir, kurzer Schwenk auch in Richtung ÖVP, aber ist doch erstaunlich, weil Sie haben gesagt, ein netter Kerl, das ist, glaube ich, der Bundeskanzler Nehammer auch, ein netter Kerl. Und es werden Milliarden ausgegeben, um Probleme, wie sie jetzt gerade genannt werden, zu lindern. Wir leben Krisen ohne Ende, wo eigentlich quasi ein Kanzler oder mit Leadership eigentlich einen totalen Bonus hätte. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir diskutieren ernsthaft, ob der Bundeskanzler Platz 2 oder 3 macht. Was läuft da schief? Also ich glaube, dass da der Karl Nehammer die Rechnung bezahlt für die letzten 3 Jahre, wo in den Untersuchungsausschüssen wirklich die ÖVP tagtäglich angepatzt wurde, wo man keine Gelegenheit ausgelassen hat, die ÖVP nämlich als Ganzes durch den Kakao zu ziehen bzw. als korrupt darzustellen, was wirklich ungerecht ist. Und Karl Nehammer liegt auch als einziger Parteichef in den letzten Wochen und Monaten immer vor den Werten der Partei, während die anderen Parteichefs Babler und Kickl beide jeweils in den Rohdaten unter ihren Parteiwerten liegen. Ist bei einem Bundeskanzler nicht ganz überraschend? Nein, nicht schon, aber er bezahlt da wirklich auch die Rechnungen seiner Vorgänger oder auch der Untersuchungsausschüsse. Wir haben es ja schon gesagt, wenn permanent, die haben permanent die Zeitungen gefüllt. Es war permanent, wurde gegen die ÖVP gehetzt, geschlagen. Man hat keine Gelegenheit ausgelassen. Jetzt soll man nicht wehleidig sein, das muss man in der Politik aushalten. Aber es darf einen dann auch nicht verwundern, wenn die Sympathiewerte sich sehr stark hinunterbewegen. Und die ÖVP ist in einer extrem schwierigen Situation, wahrscheinlich der schwierigsten überhaupt, die sie je in ihrer Geschichte hatte. Das soll man nicht vergessen. Also ich glaube, wir waren noch nie in den Umfragewerten so weit unten. Und es wird, obwohl sie gar nicht so schlecht... Bei Mitterlehner war da schon eine Zeit lang 20. Ja, oder? Ja, um so. Die 20, aber wir liegen ja jetzt in den Rohdaten weit drunter, also doch um einiges drunter. Ich möchte jetzt zum ersten Mal widersprechen, weil das Problem vom Kanzler Nehammer ist natürlich, wie er Kanzler wurde, das ist fast so patschert, wie die SPÖ ihren Parteivorsitzenden gewählt hat. Also da kam zuerst der Schallenberg, der Kuh und dann der Nehammer und nicht gewählt und so weiter. Also das ist einmal ein Problem. Das zweite Problem ist, er hat es nicht geschafft, sich einen Kanzlerbonus zu erwirtschaften. Normalerweise in der Direktwahlfrage, wenn man da fragt, wer soll Kanzler sein, liegt der Kanzler schon vorn. Er liegt auch da in diesen Fragen hinter Kickl, ganz kurios. Ja? Das heißt, er hat diese Werte nicht. Und dann kommt dazu, dass die Leute auch dort sehen, wir haben kurz vorher über die SPÖ gesprochen, ich meine, er kann auch dem Treiben des Herrn Sobotka keinen Einhalt gebieten. Ja. Er konnte das System kurz, wie immer man das jetzt, aber nicht beenden. Er konnte sich nicht freispielen von diesen Problemen, die jetzt gerichtsanhängig sind. Das tut natürlich auch in der Politik weh. Weil wenn du dich natürlich hinstellen kannst als Parteivorsitzender, kannst du sagen, so, ich habe einen Schlussstrich gezogen, die da involviert sind, bei aller Respekt, wenn es ja als Unschuldsvermutung gilt, Gerichte werden das ja, aber politisch machen wir jetzt, kommt ein neuer Wind. Das ist auch nicht passiert. Und das ist eine Mischung, die halt natürlich wahnsinnig gefährlich ist für die ÖVP. Und deswegen liegen die wieder in etwa dort, wo sie bei Mitterlehner, bevor der Kurz den Laden übernommen hat, links wieder dort. Ja.
das Burger Mission. Und das Burger Video hat er. Ja, gut, das Burger Video. Mission Impossible für Karl Nehammer? Naja, so wie es die Frau Rauch-Kallert sagt, er hat halt ein wahnsinnig schweres Erbe angetreten. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er es angetreten hätte, wenn er dann gewusst hätte, dass Add-on auch noch der Ukraine-Krieg kommt mit der Teuerung. Also das war ja dann, also kaum war er Bundeskanzler, ist dann das auch noch dazu gekommen, diese Krise. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, weil die Landeshauptleute, weil wir gerade vorhin geredet haben, warum regen sich eigentlich die ÖVP-Landeshauptleute angesichts dieser Umfragedaten nicht mehr auf? Oder es ist einfach wissen, wie schwer die Situation ist. Und es wünscht sich auch, wenn das oft medial so verbreitet wird, von den Landeshauptleuten wünscht sich keiner Sebastian Kurz zurück. Also weil ja vor ein paar Monaten dieser Hype rund um die Filme war. Und man da immer gesagt hat, na, da gibt es eine Sehnsucht. Also bei den Landeshauptleuten habe ich die nirgends verspürt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, man weiß, wie schwer es hat. Man weiß aber auch, dass nicht alles rund in dem Team läuft beim Karl Nehammer. Aber er ist es natürlich auch ganz plötzlich geworden und konnte sich kein Team wie der Sebastian Kurz über Jahre aufbauen, mit dem er dann quasi die Kanzlerschaft begonnen hat. Das sieht man natürlich auch. Aber man wird natürlich sehen, ich bin schon neugierig, wann wir jetzt wählen, wenn wir jetzt nach der EU-Wahl wählen, wenn die nicht gut läuft, was dann in der ÖVP? Das ist wieder eine Parteiobmann-Debatte natürlich. Ja, genau. Ob man dann nicht doch vielleicht 3 Monate also, vor der Wahl wechseln soll. Ja. Aber naja, die Debatte wird entstehen. Ich glaube, sie werden es nicht machen, aber die Debatte wird sicher entstehen, glaube ich. Ich würde noch ganz gerne über die Kleinparteien sprechen. Da gibt es zwei, die wir noch nicht genannt haben oder noch nicht besprochen haben. Das sind die Neos und die Grünen. Bei den Grünen, Herr Kallner, fällt es auf, also mächtiger kann eine Kleinpartei eigentlich gar nicht mehr werden. Sie stellen indirekt den Bundespräsidenten, sie stellen sehr wichtige Ministerien. Sie haben offenbar die ÖVP ganz gut unter Kontrolle. Auch mögliche vorgezogene Wahlen haben vor allem die Grünen offensichtlich verhindert, sich Ausbedungen, dass sie nicht stattfinden, pochen auf die Partnerschaft, die immer auch zum Teil eine brüchige ist. Woher gehört eigentlich diese unglaubliche Machtfülle und werden die überhaupt Chancen haben, in eine Konstellation wieder reinzukommen? Aus meiner Sicht jedenfalls. Ich meine, sie werden verlieren, weil man ihnen zum Teil, zu einem kleinen Teil bei ihrem Publikum, den Vorwurf macht, dass sie immer der ÖVP sozusagen den Steigbügel gehalten haben. Aber im Prinzip sind die Grünen Wählerinnen und Wähler relativ zufrieden. Ich meine, der Kogler und die Grünen haben de facto den Kurz zur Seite geräumt. Sie haben im Klimaschutz relativ viel durchgesetzt, zum Ärger der Wirtschaft. Deswegen ist ja da die Stimmung innerhalb der Regierung so schlecht. Aber da sieht man das. Und vor allem, was die Grünen Wählerinnen und Wähler sozusagen an der Koglerschen Argumentation annehmen, ist, wenn wir nicht in diese Regierung wären, dann wären jetzt schon die Blauen drin. Das heißt, wir müssen das machen. Und die Geschichte funktioniert ganz gut. Das heißt, sie werden ein bisschen was verlieren, aber sie werden nicht wieder rausfliegen, ja, und können entweder Sie oder die Neos dann ein Faktor sein in einer Regierungsbildung, wenn sozusagen SPÖ und ÖVP ihre Aversionen beiseite schieben können. Die Grünen sind eigentlich die neue Volkspartei, oder? Juniorpartner einer Regierung, unglaubliche Machtfülle, egal ob Postenbesetzungen oder andere Dinge, sie setzen sich durch, als wären sie eigentlich die Nummer eins. Das glaube ich nicht, aber also den Eindruck habe ich nicht, aber sie haben sich gut durchgesetzt, gar keine Frage. Wobei, jetzt sage ich einmal als ehemalige Umweltministerin, nicht als Gesundheitsministerin, also der Klimaschutz braucht schon eine entsprechende Beachtung. Und dass hier plötzlich also so ein Run auf die, auch natürlich ausgelöst durch die Gaskrise, auf die Photovoltaikanlagen gegeben ist. Wer hätte sich das vor 2, 3, 5 Jahren gedacht? Das ist natürlich auch eine Preisfrage. Na gut, kann man nur nicht das Stromnetz einspeisen. Natürlich, ja? Natürlich. Aber bisher war das so, dass man im Stromnetz ganz wenig bekommen hat. Jetzt bekommt man einen ordentlichen Preis, also einen Return of Investment. Das rechnen sich die Leute auch aus, Gott sei Dank. Und da passiert einiges und da ist auch noch sehr viel drinnen. Aber daher spielt auch ein wenig die Situation den Grünen in die Hände. Das würde ich gar nicht ausschließen. Und um bei den Neos zu bleiben, die liegen ja, die würde ich eher sozusagen inhaltlich der ÖVP näher sehen als die Grünen, weil es gibt schon in der ÖVP-Wählerschaft viele, die nicht glücklich über die grüne Koalition sind. Das muss man auch wissen. Und natürlich die Wirtschaft auch sich permanent sozusagen vielleicht auch überfordert fühlt. Da kann ich mich gut erinnern, damals in der
Müll oder in der Ressourcen, im Ressourcenmanagement musste man die Wirtschaft überzeugen, dass Ressourcensparen eigentlich sinnvoll ist und besser als Müll produzieren. Da braucht es auch manchmal etwas mehr Verständnis. Aber inhaltlich sind, glaube ich, die Neos der ÖVP näher kommen, auch aus diesen Reihen. Und daher würde ich jetzt einmal sagen, liegen nicht schlecht im Moment. Wobei, also wenn man die Neos wirklich beleidigen will, dann lädt man eine ÖVP-Politikerin vor, die dann sagt, sie sind uns, stehen uns nahe, nämlich der Volkspartei. Ich glaube, das ist die Höchststrafe für Beate Meidl-Reisinger, oder? Ja, also so, glaube ich, sieht sie es selber nicht. Also wenn ich jetzt also der zukünftigen Regierung, wo es einer von den dreien braucht, würde ich eher zu den Grünen greifen. Und das ist auch, warum sie quasi so eine Macht haben, weil sie eigentlich, das hätte ja niemand gedacht vor 5 Jahren, wenn jemand gesagt hätte, die stabilere Partei wären die Grünen wären als die ÖVP, hätte das wahrscheinlich vor 5 Jahren niemand gedacht. Die Sigi Maurer hat den Club irrsinnig gut im Griff. Die halten immer, also da ist niemand quasi ausgeschert in den ganzen 5 Jahren bei den Abstimmungen. Und daraus, glaube ich, beziehen die sozusagen ihre Macht innerhalb der Koalition, weil sie stabil dastehen. Aber bei der ÖVP ist auch niemand ausgeschert in den letzten 5 Jahren. Ja, da ist aber nicht so überraschend, dass es das ist. Nein. Also die ÖVP, ich kann mich erinnern, meiner Zeit als Generalsekretärin, das war ich auch 8 Jahre, bin ich wie ein Hirtenhund immer um die Herde herumgelaufen. Wir sind schon ein sehr bunter Haufen. Ja, und mit der ÖVP in einer Koalition. Ausgeschert, nicht ganz freiwillig, aber trotzdem. Ja, genau. Gesundheitsminister. Ja. Aber trotzdem waren sie relativ stabil in ihren. Und die Neos? Ist das jetzt also, eine liberale Partei, ist das eine Regierungspartei, eine künftige, oder sind sie ein bisschen irrelevant? Ich glaube, dass die Neos, man darf nicht vergessen, die haben jetzt sehr stabil mit der SPÖ in Wien regiert, haben also da auch ihre Berührungspunkte. Ich glaube, dass die Neos die besseren Karten haben, wenn es zu dieser Dreierkoalition kommen wird, weil sie den meisten weniger auf die Nerven gehen, sagen wir es einmal so, die gehen ums Blatt. Der ÖVP ist nicht auf die Nerven. Und in Wien ist ja auch kein Zufall, dass der Michael Ludwig gesagt hat, ich reagiere lieber mit den Neos als den Grünen. Das Problem ist ein bisschen, die Neos liegen nicht schlecht, aber sie sind halt politisch für viele Wählerinnen und Wähler der ÖVP nicht Fisch, nicht Fleisch, sie sind nicht wählbar. Sie sind zu städtisch, zu urban, zu gebildet. Ja, sie haben, also das tut ihnen sozusagen bei den Wählern, die sie anstreben müssten am Land bei der ÖVP einfach nicht gut. Ihre Haltung zur ganzen Ausländerfrage ist da viel zu liberal. Also dadurch wachsen die nicht so stark, wie sie könnten. Dann kommt dazu, dass sie natürlich, muss man sagen, ihre extreme Ablehnung der Sozialpartnerschaft und der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer tut ihnen natürlich bei den Funktionären in der ÖVP schon auch weh. Ja? Aber tendenziell glaube ich, dass die Neos zurzeit die besseren Karten haben, weil sie wahrscheinlich auch, Stichwort jetzt Erbschaftssteuer, bereit sind, sehr viel Kompromisse zu machen, damit es endlich einmal in eine Regierung kommen. Das darf man nicht vergessen. Die haben ja schon solche Zähne jetzt in Neos, dass sie endlich einmal ein Ministeramt übernehmen. Also die, glaube ich, werden relativ kompromissbereit sein. Das schon, aber dann im täglichen Leben, glaube ich, sind sie ein bisschen anstrengend, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, so sehr ich ihn persönlich schätze, aber ein Sepp Schellhorn ist ja sehr sprunghaft. Genau. Also mit dem Regieren wird nicht leicht sein. Da haben die Grünen, glaube ich, bewiesen, dass sie mehr Paktfähigkeit haben. Aber das weiß man jetzt von den letzten 5 Jahren. Also. Danke für das Stichwort. Sepp Schellhorn werden wir auf jeden Fall in diese Runde einmal einladen, schon zur Unterhaltung von uns. Danke für diese erste Runde, danke für diese Premiere. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam und konstruktiv waren wir auf jeden Fall. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Danke.